Ja, ich hoffe, es war was für euch dabei. Neben mir sitzt jetzt Cora E. und Begleitung. Cora, hallo. Hi. 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 Ich habe gelesen und du hast immer gesprochen von der Dreieinigkeit des Hip-Hops. Was muss man darunter verstehen? Also Hip-Hop, ganz klar, ist eine Kultur, die aus verschiedenen Sachen einfach entstanden ist und besteht. Graffiti, Breakdance, DJing, Rap, Produktion gehört natürlich auch dazu, wird immer vergessen. Und das alles zusammen schließt quasi den Kreis des Hip-Hops. Dich gibt es schon länger als jetzt zum Beispiel Cappuccino oder Sabrina Settler, diese ganzen Kommerzgeschichten. Seit wann machst du Hip-Hop oder wie bist du drauf gekommen? Ich habe im späten Jahr 1983 angefangen mit Graffiti. Ich habe also erst gemalt, getaggt, gesprüht und habe dann Breakdance gemacht, habe dann irgendwann angefangen zu rappen und bin letztendlich beim Rappen stecken geblieben, weil ich wahrscheinlich das meiste Talent hatte. Du hast was von Tags gesprochen, das kennt wohl nicht jeder, der uns hier zuschaut. Tags sind die Synonyme von den Sprayern, von den Graffiti-Leuten. Und Cora ist auch nicht dein bürgerlicher Name, ja? Ja, ist richtig. Also Cora ist dein Tag sozusagen. Ja, das war mein Tag am Anfang. Also das war so das Erste, womit wir gesprüht haben. Und das war eigentlich eine Crew damals. Und als das so ein bisschen weniger geworden ist mit dem Graffiti bei mir, weil es bei mir auch nicht ausblieb, dass ich irgendwann mal erwischt wurde und irgendwann mal ein bisschen runterdrehen musste. Und der Name eh schon überall stand und das ja auch so ein Hauptaspekt vom Hip-Hop ist, sich zu repräsentieren, der Name überall irgendwie. Und bin ich beim Namen geblieben. Du hast so richtig illegal gesprüht. Ich habe gelesen, dass du mit 17 in Amerika warst und da mal so richtig in der Hip-Hop- oder Rap-Szene drin warst. War das auch so Inspiration für dich? Auf jeden Fall. Also New York ist nach wie vor Hip-Hop-Mekka, ist alles entstanden, kommt alles her und geht auch irgendwie alles wieder zurück. Und ich war 2 Jahre in den USA, in New York hauptsächlich und in Philadelphia. Hab da bei Plattenaufnahmen reinschnuppern können von irgendwelchen Rappern und hab da gesessen, das alles aufgesaugt und mit nach Deutschland gebracht. Für mich. Mal gesagt, wenn ich das richtig gelesen habe, du lebst für den Hip-Hop, aber willst nicht vom Hip-Hop leben. Komme ich gleich mal zum Persönlichen. Du arbeitest nebenbei. Du hast ja eine Fliege, warte mal. Ich hab, ja, danke, danke. du lebst nicht vom Hip-Hop oder arbeitest noch nebenbei? Ich weiß nicht, also du bist auf jeden Fall arbeitest in der Psychiatrie. Ich habe auch jahrelang in der Psychiatrie als Pfleger gearbeitet. Ist wirklich wahr. Und da haben mir oft Patienten haben mir Texte geschrieben und haben also Sachen gemalt, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, da was davon zu verwenden. Ist das für dich eine Inspiration von der Psychiatrie her? Du hast auch gesagt, dass Hip-Hop für dich eine therapeutische Wirkung hat oder ein therapeutisches Mittel ist. Also für mich ist das so, dass meine Arbeit in der Psychiatrie ist irgendwie mein Alltag und ich versuche in meinen Texten, in meinen Raps meinen Alltag zu verarbeiten und ich muss jetzt nicht unbedingt über die Psychiatrie schreiben oder Musik machen oder rappen, aber es sind ganz alltägliche Sachen, Gespräche mit Leuten irgendwie, die mich auf ganz andere Gedanken wiederbringen, die ich wahrscheinlich nicht hätte, wenn ich mich ausschließlich nur in der Hip-Hop-Szene von morgens bis abends bewegen würde. Wie ist das? Es ist ja um die Musik noch mehr drumherum. Also, du lässt nicht ein Tape laufen und rappst dazu und du hast ein Team. Ja? Also, was gehört noch dazu? Wenn ich live unterwegs bin, dann habe ich meine Tänzer dabei, nicht meine. Ihn zum Beispiel? Ja, der Akani zum Beispiel ist einer, der mit mir auf der Bühne steht, der auch rappt, ist also auch ein MC, ein B-Boy, präsentiert die Szene. Das ist MC, B-Boy, musst du mal den Leuten erklären.
MC ist... Master of Ceremony, weiß ich. Ja, du kommst immer ganz schön nah mit dem Ding, ey. Ja, MC ist die Abkürzung, Master of Ceremony, Rapper, irgendwie der MC, der Rapper, der das Publikum unter einen Hut packt und kontrolliert und rappt und die Hip-Hop-Szene vertritt. Letzte Frage. Hast du Familie? Gut, deine Familie ist sicher die, die Hip-Hop-Szene. Hast du Mann, Kind? Freund? Ich habe einen Freund, ja. Ja, bist du noch nicht Mutter? Willst du das werden oder ist keine Zeit für sowas? Doch, natürlich. Also wenn die Zeit da ist, werde ich mir auch die Zeit dazu nehmen. Und vielleicht ist die Zeit bald da, nur das weiß keiner so genau. Weiß keiner so genau. Ich danke euch für das Interview. Ihr müsst noch zum Soundcheck. Ich wünsche euch ein schönes Konzert. Schön, dass ihr da wart. Ja? Okay, ciao.